Ja, ich finde, es ist ein gutes Los. Klar, wir hätten vielleicht lieber zuerst auswärts gespielt, aber wir haben jetzt ja gerade auch gegen Malaga gesehen, dass es dann auch schwierig sein kann und nicht immer ein Vorteil ist. Wir sind sicherlich leichte Außenseiter, aber wir haben in diesem Jahr schon zweimal gegen Real gespielt, sehr gut gespielt, haben sie geschlagen und ich glaube, wir haben uns im Laufe dieser Champions League-Saison sehr viel Respekt auch erspielt und erarbeitet und es werden zwei Highlight-Spiele. Da braucht man, glaube ich, nicht zu viel versprechen. Auch das andere Topspiel Bayern-Barca ist einfach perfekt für den europäischen Fußball.